Konami kommt zum Rennsport. Und das ohne Kompromisse. Enthusia Professional Racing soll laut Entwickler noch einen Schritt weiter gehen als Gran Turismo. Zumindest was den Realitätsanspruch angeht. Doch ähnliches planen ja schon die Jungs des ambitionierten Xbox-Titels Forza Motorsport. Um den hohen Anspruch gerecht zu werden, benutzt Konami deshalb ein Gravitationssystem, um ein akkurates Fahrverhalten zu simulieren. Am unteren Bildschirmrand sehe ich dazu die VGS-Anzeige, die über G-Kräfte während der Fahrt informiert. In den ersten Minuten steuert sich Enthusia wie ein weiterer Gran Turismo-Teil. Allerdings wirken die Wagen hier deutlich massiver und träger beim Bremsen und in den Kurven. Im Grenzbereich fallen sich die Wagen hier deutlich empfindlicher und brechen viel schneller aus. Neben einem Indianapolis-ähnlichen Rundkurs mit hohen Geschwindigkeiten kommen auch Schikanenkönner zum Zug. Schließlich wurde auch die berüchtigte Nürburgring-Nordschleife implementiert, die mit Nebelschwaden und dichter Bewaldung auftrumpft. Auch abseits des Asphalts gefällt das differenzierte Fahrverhalten. Drifts lassen sich jedoch nicht immer einfach bewerkstelligen. Für immer neue Herausforderungen sorgt der Wüstenabschnitt. Denn die Piste generiert sich hier jedes Mal neu. Gerade bei den Rallye-Wagen seht ihr hier die korrekt arbeitende Federung. Für weitere Herausforderungen sorgen regennasse Fahrbahnen, bei denen ihr viel schneller ins Schleudern kommt. Auch bei der Optik gaben sich die Designer redlich Mühe. Selten kamen virtuelle Straßenboliden ihrem realen Vorbild so nahe. So bleibt die Frage der Daseinsberechtigung. Denn Realismusfaktor, Optik und Fahrverhalten erinnern frappierend an Gran Turismo 4. Ob sich Enthusia aber wirklich lohnt, kann nur ein ausführlicher Test in den kommenden Ausgaben zeigen.